herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen CSGO Overwatch. Willkommen natürlich auch im Besonderen an alle Neuen. Gerade die letzten zwei Tage kamen ziemlich viele neue Leute ran. Liegt sicherlich auch an dem Giveaway und an dem sehr gut laufenden oder gelaufenen Update-Video. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Ja, wir gucken hier ein Das-2-Spiel an. Bevor ich jetzt auf den Score gehe, schauen wir kurz, was die hier so treiben. Okay, okay. Das war jetzt irgendwie nichtssagend. Auch die Stats 15-13 sehen vollkommen in Ordnung aus. Möglicherweise ist es auch nur eine Grief-Geschichte oder so, oder sowas ähnliches halt, ne? Wo ist meine Maus? Ah, da ist er. Sehr gut. Falls ich anhalten muss oder langsam machen muss und so weiter. Okay, okay. Einer ist jetzt noch bei CT. Mal gucken, was er mit dem macht. Gar nichts. Also sie smoken sich da komplett durch, machen den richtigen Go. Möglicherweise ist es hier ein Team auch oder unter anderem Teile von einem Team. Sieht man ja sonst bei Randoms nicht so extrem oft, vor allem im niedrigen Rank-Bereich ist ja oftmals nicht so viel los. Okay, also er hat sich jetzt gerade nach hinten umgeschaut, hat aber dann festgestellt, dass der Kollege den Gegner gekillt hat, weswegen halt hinten geschossen wurde. Würde ich jetzt auch noch nicht großartig. Also er ist sich im Moment gerade sehr, sehr sicher, dass er halt Short kommt, beziehungsweise schiebt jetzt nach hinten mit dem Knife in der Hand. Gut, jetzt ist er ja eh angesagt, der Mittelspieler. Also hier würde ich jetzt noch nicht großartig was vermuten. Ja. Vielleicht ist er im Voice-Chat halt irgendwie ein Drecksack, beziehungsweise im normalen Chat. Das kann sein, aber das kann ich leider immer noch nicht überprüfen. Ja, Overwatch gibt einem nicht die Möglichkeit dazu. Den hat er gesehen. Oh, noch einen Header gedrückt. Aha, okay, okay. Ich will immer wieder durchschalten. Ich habe immer den Drang, durchzuklicken und zu gucken, wie die anderen spielen. Achtung, einer ist short, sehr close, okay. War der angezeigt? Ich weiß nicht, ob der links auf Mitte gerade eben noch gesprungen ist und ihn somit praktisch auf der Karte aufgedeckt hat. Sowas kann natürlich passieren. Yes. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Fall war. Also, falls wir ein Augenmerk auf etwas richten wollten, wäre das möglicherweise auf die Wände und die Feinde dahinter. Ja, also einer ist noch auf Short, hat es aber ordentlich genascht. Unten kommt noch einer und das war's. Es ist nur noch der da unten. Okay, ja, da sind wir auch schon vorbei. Also wir sollten, denke ich, auf jeden Fall mit hinein consideren, dass es höchstwahrscheinlich ein Team ist oder dass ich zumindest ein bisschen absprechen. Ja, doch, oder? Was meint ihr? Also davon kann man auch nicht zwingend ausgehen. Auch mit Randoms kann man mal eine gute Absprache haben und eben dementsprechend was schmeißen mit Nades. Gerade eben ging das Fadenkreuz wirklich sehr gut im Sprung mit. Wir schauen mal. Ihr wisst ja, ich möchte euch da auch gar nicht groß... Oh, okay, okay. Gar nicht großartig beeinflussen. Oder nur beraten, mehr oder weniger. Ja. Im letzten Overwatch habe ich übrigens... Was habe ich da gedrückt? Ich glaube Vision Assist und Aim Assist. Ich glaube beides. Ja. Also an alle Neuen. Wir machen das im Overwatch immer so, dass ich mich halt schon so zurückhalte im Video selbst, um jetzt halt nicht dann die Meinung direkt festzulegen bei allen. Und ihr schreibt dann einfach in die Kommentare, was ihr glaubt, was er hatte. Ich mache auch eine Abstimmung in die Videos rein. Die findet ihr oben auf diesem Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Ich weiß nicht, was es ist. Die kommt auch zu einer bestimmten Zeit, geht die kurz, glaube ich, von alleine auf, die Abstimmung. Oder da steht zumindest im Titel Hacks, Fragezeichen. Nicht im Titel, sondern eben oben rechts im Video. Und dann löse ich immer im nächsten Video praktisch auf, was ich gedrückt habe. Also wenn das Video gleich zu Ende ist oder dieses Overwatch gleich zu Ende ist, dann drücke ich auch nichts, sondern fragt euch dann nochmal, was glaubt ihr, und dann ist das Video halt vorbei, ne? Pipapo, Lirum Larum. Okay, okay. Der Stream war gestern übrigens richtig geil. Ich fand es auch extrem edel, dass am Donnerstag, wie jetzt eben auch gestern am Freitag, bereits neue Leute da waren. Schön, dass ihr so reinguckt. Okay, jetzt macht er ernst mit AWP. Die ganze Zeit mit Scout gespielt. Okay, okay. Mal schauen, wie lange... Ich wollte gerade sagen, mal schauen, wie lange er sich noch sicher ist, dass da niemand ist oder dass da noch einer ist. Er hat eigentlich direkt weggeschaut. Schon wieder? Was meint ihr? Glaubt ihr, da kann man... Erkennt ihr da schon was? So eine Kleinigkeit? Parallelen? Nee, nicht Parallelen, aber ein Pattern. Vorgehensweisen. Die nicht so ganz normal sind. Aber Husky, hat ihn vorhin, glaube ich, auch zerstört, ne? Husky ist auch von den Stats her bei den Gegnern der Macker. Vielleicht auch ein Hacker versus Hacker-Game, man weiß es nicht. Ne?
Der eine leckelt auf jeden Fall ein bisschen. Leckelt. Kann ich mir die Pings von allen anschauen? Ja, ne? Robin. Oh, guck mal, die haben generell recht hohe Pingarinis, oder? Da, Wagon und auch unten das Salmon von seinen Mates. Neu. Eben habe ich, also ich wollte eigentlich jetzt schon etwas früher in Overwatch aufnehmen, aber das erste war ein Wingman auf Overpass und das waren vier Spinbotter. Das habe ich dann also lieber überspult, um mir nochmal Neues zu laden, weil das ist einfach zu langweilig. Ich muss sogar schon fast sagen, also der Fall ist mal wieder angenehm, oder? Also wir haben jetzt nicht halt direkt einen, der ab... Wir haben jetzt nicht direkt einen... Alter, war hinter ihm jemand, okay? Der halt jetzt nicht hier sofort am Anfang umdreht oder irgendwie so. Ja, wuppala. Ich glaube, Skrabe getreten. Soweit, so gut. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was er wohl anhatte. Ja, also jetzt halt nicht klamottentechnisch, obwohl, das könnt ihr auch einschätzen. Ich habe die Einschätzung schon wieder nicht gemacht, ich Grasdacke. Oftmals schätze ich ein, was der Suspect halt wohl so für ein Mensch ist, ob er überhaupt ein Mensch ist und dann halt was, ne. Aber das habe ich jetzt schon wieder, mein Rücken tut noch etwas weh und da ist diese Gabe noch nicht so ganz da. Oder die muss erst noch, ja, wiederkommen. Gut, ja, was würdet ihr drücken? Aim Assist, Vision Assist, Other External Assistance, Griefing? Ich bin gespannt. Wir lesen uns dann in den Kommentaren und sehen uns dann live wieder am Dienstag. Schön, dass ihr da seid. Haut rein. Vielen Dank für alles. Ciao, ciao.